Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Okami. Lasst uns direkt zu Fusehime gehen. Haben wir jetzt ja schon das letzte Mal ein bisschen hier hinausgezögert, indem wir erst die gesuchten Liste gemacht haben. Aber hey, dafür werden wir jetzt ohne Umschweife direkt dorthin gehen. Und schauen wir mal, was uns erwartet. Wie gesagt, wir haben jetzt alle 100 Krieger beisammen, soweit ich jetzt weiß. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Na, jetzt liegen die hier nämlich alle. Die Hundekrieger müssen sich jetzt versammeln. Jede weitere Verzögerung ist nicht akzeptabel. Hast du es gehört, Emmy? Was für ein Heuchler! Ich sehe ein würdiger Gegner. Lass uns eines Tages noch einmal kämpfen. Auf jeden Fall. Emmy nimmt es jederzeit mit dir auf, stimmt's, Fellknäuel? Trägst seltsame Zeichen. Ist das so eine Art neue Mode? Ja. Oh, diese roten Zeichen. Ich denke mal eher nicht. Bist du ein Wolf? Wo bist du geboren worden? Stimmt eigentlich, wenn ich so darüber nachdenke. Wo bist du geboren worden, Emmy? Nippon ist vom Bösen umschlungen. Wir alleine können es nicht verhindern. Da hast du mal recht, du Kläffer. Deshalb müsst ihr uns helfen. So, ja, wir haben alle. Okay. Was? Es ist mein Lieblingswolf und seine Laus. Jetzt ist es aber genug mit dieser Lausgeschichte. Ich muss mit euch über die drei verbleibenden Hundekrieger sprechen. Ich spüre noch etwas anderes bei ihnen. Bringst du keine Nachricht über ihren Zustand oder Aufenthaltsort? Nun, deswegen... Wir haben die anderen drei gefunden, aber... Nun... Ihr habt sie gefunden? Nun, ja, aber es ist irgendwie eine lange Geschichte. Aber ich befürchte, sie werden nicht zurückkommen. Sie gaben uns stattdessen diese Atomikugeln der Macht. Ich verstehe. Nun, ich hatte gespürt, dass die Hundekrieger sich irgendwie geändert haben. Hatten sie schicksalhafte Begegnungen auf ihrer Reise? Sind neue Bande geschmiedet worden, die nicht gebrochen werden können? Wenn sie nun getrennt vom Haus Satomi leben, habe ich nur einen Wunsch. Ich wünsche mir, dass sie den Frieden unter ihren neuen Herren verteidigen, da das die Aufgabe ist, die ihnen zugedacht ist. Nun ja, auf jeden Fall sind nun alle Satomi-Kugeln der Macht wieder hier. Jetzt kann ich die Sperre von Rothelm durchbrechen. Ich muss zum Schrein. Wow, sieh dir mal das an. Die Kugeln der Macht drehen sich um uns. Wie kann das sein? Haben die Kugeln der Macht euch als ihren neuen Herren akzeptiert? Herren? Wovon redet ihr da, Süße? Man sucht sich nicht aus, die Kugeln zu nehmen. Sie suchen sich ihren Herren. Oh, wunderbare Kugeln der Macht. Erbstücke des Haus Satomi. Sind das diejenigen, die ihr erwählt habt, über das Schicksal des Haus Satomi zu entscheiden? Wir sollen diesen Rothelm bekämpfen? Die Kugeln der Macht haben euch erwählt. Ich habe kein Recht, ihre Entscheidung in Frage zu stellen. Aber ob ihr euch Rothelm entgegenstellen wollt, ist eure eigene Wahl. Alles, was ich jetzt noch tun kann, ist für euch zu beten. Okay. Nee, ist noch was Neues, hoppala. Hey, Prinzessin! Diese Kugeln der Macht gehen nicht weg! Die Entscheidung der Kugeln der Macht ist endgültig. Es gibt nichts, was ich tun könnte. Sie wurden seit ewigen Zeiten vom Haus Satomi aufbewahrt. Jetzt werden sie die Sperre des Bösen brechen und uns zum Sieg führen. Okay. Gut, habt ihr noch was Neues zu sagen? Wir werden hier auf euch hier warten. Ja, wir werden hier auf euch warten. Wir beten für eure sichere Rückkehr. Das werdet ihr? Danke. Fürchte Rothelm nicht. Die Kugeln der Macht werden dich beschützen. Du hast gut reden. Du stellst dich ja nicht diesem Rothelm-Typen. Unsere Gebete sollen euch stärken. Hast du es gehört, Emmy? Ich frage mich, ob es hilft. Nun können wir endlich schlafen, bis da unsere Arbeit erledigt ist. Wie nett. Ist das zu glauben, Emmy? Was für eine Bande von Faulenzern. Kugeln der Macht haben euch erwählt. Ist das. Es wird dir Stärke verleihen.
Wirklich? Danke. Ah, mein nett von dir. Ein paar Onigiri. Gut. Dann würde ich sagen, ohne Umschweife, auf zum Tempel. Jetzt haben wir die Kugeln vom Hause Satomi und sollten da hoffentlich weiterkommen, um den Bann zu brechen. Das wäre jedenfalls wünschenswert. Schau mal, was wir haben, Kumpel. Moment. Oh mein Gott. Susanne ist hier schlafen, aber ich versteck der Sacke. Was zur Hölle? Nun sieh mal einer an, da ist Susanne wieder. Oh Geist, der du meine Klinge schmecken wirst. Ich bin näher als jemals zuvor. Hier im Windschrein, wo sich die Bestie verbirgt, soll sich deine wahre Form offenbaren. Dieser verfluchte Schutzschirm mag mir den Weg versperren, aber wenn ich hart genug bete, dann werde ich einen Weg hineinfinden. Dieser liederliche Faulpelz spricht im Schlaf. Nein, nein, nicht das. Bei den Göttern. Ich schwöre, du wirst niemals... Ich dachte, er würde nur im Schlaf reden, aber... Er scheint hier ganz außer sich zu sein. Es wäre ja ganz lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Niemals werde ich... nicht... Wovon zum Teufel träumt er da? Hört sich an, als ob er ganz schön verdroschen würde. Ja, dann schauen wir doch mal. Nur wenige haben den Schrein besucht, seitdem er verflucht wurde. Dieser seltsame Mann dort drüben ist einer von ihnen. Er meditierte alleine am Eingang des Schreins, aber sein Schlaf ist voller Albträume, wegen denen er schreit. Ich bedauere diesen armen Mann und wollte ihm nach Kräften helfen, aber als ich versuchte, in seine Träume zu sehen, versperrte mir eine böse Kraft den Weg. Wer ist dieser seltsame Mann? Wenn ich so darüber nachdenke, Susanne hatte etwas über Besessenheit erzählt und er verhält sich ganz komisch, so wie damals, als er Kushi geholfen hatte. Was ist das? Ich spüre eine große Macht. Es umhüllt deinen Körper. Sind es etwa die Satomi-Kugeln der Macht? Gute Jungfer, die Kugeln würden nur den erwählen, der unser aller Retter ist. Die 8 Farben des Lichts sind der lebende Beweis dafür. Nun gut, du magst passieren, o Retter des Haus Satomi. Sei gewarnt, gute Jungfer. Rothelm ist ein fürchterlicher Feind. Man sagt, als der 8-köpfige Lindwurm vor 100 Jahren besiegt wurde, entstieg Rothelm aus der Lache des Blutes der Bestie. Sei immer wachsam. Susanne? Warte, warte, warte. Die Tür zum Windschrein ist offen. Ich muss es endlich geschafft haben, mit den Göttern zu kommunizieren. Ja. Die Zeit ist gekommen, übler Geist. Nun soll sich deine wahre Form offenbaren. Nein, warte, Alter. Ist diesem Mann sein Leben nicht teuer? Sei gewarnt, gute Jungfer. Rothelm ist ein fürchterlicher Feind. Man sagt, als der 8-köpfige Lindwurm vor 100 Jahren besiegt wurde, entstieg Rothelm aus der Blutlache der Bestie. Ich weiß, ich habe das schon einmal erzählt, aber zweimal hält besser. Sei immer wachsam. Okay, wir wissen es so langsam. Jetzt hör endlich auf, uns Angst zu machen. Okay, er sagt nichts Neues mehr. Gut. Dann gehen wir rein, würde ich sagen. Auf in den Windschrein. Und Susanne hinterher. Man kann sagen, sozusagen der zweite Dungeon. Den ersten hatten wir ja im Agatha-Wald. Und nun hier. Oh. Ja, wie ich sagte, das kommt nicht selten vor, dass mal im Wasser ein paar Truhen lauern. Heiliger Knochen S. Libellenperlen und ein Bullenhorn. So, wir haben auch noch genügend Zeit.
um das Ganze hier ein bisschen zu erkunden. Aber erstmal gehen wir hier rein. Oh Gott, mir ist gerade was eingefallen. Na, ich weiß noch was... Oh Gott, ja. Mir ist gerade eine Sache vom Spiel eingefallen, die irgendwann noch kommen wird. Und ich bin nicht erfreut drüber. Gut. Ein Dämonentor. Hatten wir ja schon lange nicht mehr. Und ein neuer Gegner. Oh, ich erinnere mich, den gab es ja auch noch. Ja. Naja. Ich erinnere mich. Ja. Und du. Na genau, jetzt trinkt er erstmal. Oh, shit. Da war ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr drauf vorbereitet. Oh. Ah, wer da rausguckt. Naja, das wird erstmal wieder nicht gut werden. Das wird keine gute Bewertung geben. Oh Gott. Das wusste ich auch nicht mehr, dass er das macht. Okay, wir haben ihn. Ja. Schaden, super. Zeit, scheiße. Oh. Brauchten wir sogar. Hey, der Schlüssel hat einen exorzierenden Pfeil drauf. Ich wette, wir könnten damit Türen öffnen, die mit der Kraft des Bösen versiegelt sind. Ja, den kennen wir ja auch schon. Ich wusste jetzt gar nicht mehr, dass es hier den Schlüssel gab. Gut, dann wollen wir doch mal weiter. Wow, guck dir mal diese unglaubliche Windmühle an. Ich würde das Teil zu gerne sich drehen sehen, aber leider gibt es hier überhaupt keinen Wind. Ah, wir können speichern und hier brauchen wir den besagten Schlüssel. Also gut, dass wir erstmal nach dort abgebogen sind. Wunderbar. Und hier sollte nichts mehr sein. Okay, dann werden wir erstmal hübsch speichern. Und rein in den Aufzug. Ich erinnere mich. Hey, sieh dir das mal an. Man kann die Decke in diesem Raum gar nicht sehen. Warte einen Moment. Ich habe dieses Zeichen schon einmal gesehen. Ja. Und zwar brauchen wir da eine Bombe. Schönes kleines Rätsel. Da seht ihr schon. Station 1, 2 und 3. Oh, genau. Und jetzt gibt es hier nämlich so blaue Schriftrollen. Allerdings, glaube ich, war es nicht sonderlich klug, da reinzugehen, weil es eher wieder ist. Na gut, wir kriegen es ja hin. Aber... sonderlich gut ist es nicht. Naja. Die Kugel könnte ich auch zurückschmeißen, aber... na, jetzt vielleicht mal. Ja, wie gesagt. Man sollte auch treffen können. Na, komm da jetzt runter.
Okay. Wunderbar, wir haben ihn. Bewertung wird wieder, ja, nicht gut sein, aber ist in Ordnung. Vielleicht mussten wir den sogar auch machen. Ja, mussten wir sogar. Okay. Gut. Dann lass mich mal sehen. Ja. Das geht noch nicht. Okay. Gut, dann bitte wieder hoch. Und noch einmal in die dritte Etage. Ja. Und da haben wir es doch schon. Das ist so brutal, ne? Das ist... Wow. Okay. Zack. Das ignorieren wir erstmal. Und gehen stattdessen höher. Ah, wie schön. Sind nämlich doch direkt an Assassin's Creed. Das ist aber eine große Windmühle. Ich habe sie unten vom Dorf aus gesehen, aber ich hatte keine Ahnung, dass sie so groß ist. Hey, was ist das? Es wirbelt vor der großen Windmühle herum. Es sieht beinahe aus wie Wind, aber es ist schwarz und dunkel drohend. Es ist, als ob der Wind in die entgegengesetzte Richtung gelenkt wurde. Ich frage mich, ob diese wirbelnde böse Luft die Windmühle angehalten hat. Vielleicht hat darum der göttliche Wind aufgehört zu blasen. Wenn es so ist, dann muss es das Werk von Rothelm sein. Ich frage mich, wie wir diese böse Luft loswerden können. Hm, war das so? Ja. Siehst du? Ich wusste, dass dadurch der göttliche Wind zurückkommen würde. Ja. Oh Mann, du weißt doch, wie es geht. Mach es einfach genau wie vorher. Male einfach auf die wirbelnde Luft des Bösen in die andere... Ja, habe ich doch getan. Okay, noch einer. Wir werden den Rest von dieser Luft des Bösen verschwinden lassen. Geschafft! Jetzt, wo der göttliche Wind wieder da ist, da wette ich, dass die große Windmühle... Ja, tatsächlich! Und wie Amaterasu sich freut. Sie beginnt sich zu drehen. Sieh nur, wie stark der göttliche Wind weht. Sicherlich wird er das Böse aus dem Dorf Kusa vertreiben. Na, was ist das? Ja, wir bekommen eine neue Sternkonstellation und somit eine neue Kraft für unseren göttlichen Pinsel. Diese Vorschauen sind alle immer so wunderbar.
Amaterasu-Quelle, alles gut in unserer Mutter. Schon zu lange wanderte ich, Kasegami, Gott des Windes, auf verdunkelten Faden. Aber jetzt scheint das Licht wieder auf mich. Nutze meine Macht, den Wind zu manipulieren. Vernichte jene, die die Welt in Finsternis verhüllen wollen. Ich wette, es war der göttliche Wind, der den Gott des Windes zurückgebracht hat. Jetzt kannst du Kasegamis Pinseltechnik Sturmwind einsetzen. Male einfach das Zeichen von Kasegami, um Wind zu erschaffen. Probier es aus. Hey, dieses Windrad sieht aus wie ein gutes Ziel. Male das Zeichen des Windes, wie du es bei der wirbelnden Luft des Bösen gemacht hast. Versuch, die Flügel des Windrads sich drehen zu lassen. Was für ein erfrischender Wind. Und diese Tür hat sich geöffnet, als die Flügel der kleinen Windmühle sich zu drehen begannen. Dieser Wind ist nicht zu verachten. Du solltest diese Pinseltechnik an verschiedenen Dingen ausprobieren. Aber jetzt ist keine Zeit, um uns auf unseren Lorbeeren auszuruhen. Die große Windmühle schickt den göttlichen Wind runter in das Dorf. Aber dieser Rothelm lauert immer noch irgendwo im Windschrein. Und dieser Lindwurmkristall, den Walker erwähnte, hat mein Interesse geweckt. Lass uns diesen Ort auf den Kopf stellen, bis wir ihn gefunden haben. Ja, und mit dieser Pinseltechnik können wir jetzt so einiges an Backtracking tatsächlich wieder veranstalten. Weil jetzt können wir wieder ein paar neue Dinge freilegen. Und ich weiß, dass das geht. Ich weiß, dass das geht. Ah, siehst du. Ah, ich wollte schon letztens sagen, wir haben schon lange kein Fragment der Sonne mehr gefunden. So. 3 Sonnenfragmente gesammelt für 1 Einheit Solarenergie. Ja, das kann sich doch deutlich sehen lassen. Deswegen immer schön in den Kisten gucken. So. Jetzt kann ich euch nämlich schon mal direkt eine Sache schon mal zeigen, die wir machen können. Jetzt nämlich. Ja, uns wird es auch schon selbst gezeigt. Warte einen Moment, diese Schatzkiste. Ich wette, dass du das Feuer jetzt auch ohne Wasser löschen kannst. Ja. Das können wir jetzt nämlich machen. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Karte vom Windschrein. So. Und das hier, ich weiß, ich mache das nicht oft. Ich muss zugeben, ich vergesse das Feature auch oftmals. Aber hey. So. Dann werden wir jetzt natürlich jetzt noch in der 2. Etage vorbeigucken. Weil da war ja ebenfalls noch so eine Stelle. Und die Kiste wollen wir ja durchaus mitnehmen. Eine verstreute Perle. So, das kommt auch immer darauf an, wie wir den Wind malen. Also wenn wir das jetzt so malen, dann seht ihr ja, geht er ja von links nach rechts. Und wie gesagt, wenn wir uns halt jetzt so positionieren, geht er halt in die Richtung. Also es ist immer auch, je nachdem, wie man steht, dahin weht dann auch der Wind. Sollte man dann auch stets beachten. Gut, dann hätten wir das schon mal. Na, und ich denke, danach, wenn wir den Windschrein fertig haben, je nachdem, was dann kommt, werden wir dann noch ein bisschen Backtracking betreiben. Ich würde aber sagen, an dieser Stelle reicht es erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.